Servus liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Shantae, Half-Gen Hero. Ja, das Let's Play ist ja eigentlich schon quasi durch. Moment. Ach, ich habe auch in den anderen Spielständen habe ich jetzt auch den Modus freigeschalten. Alles klar. So, wir machen mal eben eine Kopie. Ne, nicht. Moment, ich hab's gleich. Ja, das ist immer eine Sicherheitskopie, die lege ich mal an. So, Kopie und Datei 1. So, wir haben Shantae ja durch. Und jetzt machen wir mal Shantae im Hero-Mode, worauf ich mich ja schon freue. Das Ganze wird jetzt ein bisschen kniffliger und ich frage mich, ob sie ein paar Sachen geändert haben. Spiel das Abenteuer mit freigeschalteten Hauptverwandlungen nochmal durch. Das ist nice. Damit sind wir recht schneller unterwegs und vielleicht kriegen wir auch das hier auch sehr bald freigeschaltet. Deswegen, los geht's. Und wir sehen nochmal schön, wie sie das alles angefangen hat. Das finde ich auch sehr geil. Das kommt mir vor wie eine Ewigkeit, dass ich gerade... Hä? Das ist so echt so ein paar Wochen... Das ist jetzt so... Ja, doch ein paar Wochen her. Das kommt mir vor wie eine Ewigkeit, dass ich Shantae in ihre Hütte gesehen habe. Mit ihren Schlafklamotten. Hä? Ist da jemand? Hallo? Achso, nur zur Info. Ich würde jetzt trotzdem ganz normal weiter die Charaktere sprechen. Da ich in der ersten Version ja auch nicht so gut gesprochen habe und außerdem finde ich so dieses Skip, 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 das ist, ich finde sowas nervig einfach. Das macht für mich so mal so ein kleines bisschen das Spiel kaputt. Wenn ich jetzt Skip, 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 ich skippe hier nur die ganze Zeit rum, dann ist das nichts anderes als Speedrush. Und deswegen, nee. Also da bin ich lieber ehrlich und skippe überhaupt nichts. Und wir sehen jetzt noch vor allem den berühmten Steg. Ja, erste Folge haben wir ihn gesehen gehabt, aber seitdem nicht mehr. Deswegen, ja, gute 21 Folgen sind seitdem vergangen. Und ich finde ihn nochmal richtig schön. Ich mag den Steg. Der erinnert mich mal an Shantae. Und auch nochmal, wie schön die Nacht ist. Die Nacht haben wir auch, glaube ich, echt nur... Also hier haben wir nur einmal gesehen gehabt. Und ich finde jetzt hier gerade bei der Nacht haben die sich echt so viel Mühe gegeben gehabt, ne? Ich finde es schön, nochmal gerade hier durchzulaufen. Achso, ja. Gut, die wurde mit mir noch runtergeladen. Aber ich finde es schön. Ich mag es gerne. So, nochmal schön die Nacht. Schön gemütlich. Der Onkel, der am Schnarchen ist. Oh, Onkel. Du bist wieder in deine Werkstatt eingeschlafen. Hä? Diese Falte habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich frage mich, wo sie hinführt. Wie der Onkel einfach schläft. Und wie klein Shantae geht doch im Gegensatz zu ihnen ist, ne? Ich weiß gar nicht. Weiß jemand von euch, wie alt Shantae geht ist oder wie Größe? Würde mich mal interessieren. So. Schön runter. Ui. So. Und dadurch, ich glaube, es wurde ja gerade gesagt, dass wir, glaube ich, die Verwandlungen schon haben. Dadurch können wir auch schon sehr gut abkürzen. Und ich glaube, auch den Hero-Mode brauchen wir auch. Ihr wisst schon, ne? Die ganzen Herzhalter und alles. Und warum die Fledermäuse so blöd sind, kann ich immer noch nicht verstehen. Was ist das für ein Ort? Weiß Onkel überhaupt, dass das da unten ist? Da war schon wieder diese Stimme. Willkommen, Tochter Genies. Wer hat das gesagt? Wer auch immer du bist, zeig dich. Habe keine Angst. Ich werde dir nichts tun. Eine Bote aus dem Genie-Reich. Ich habe dich hierher berufen, um dich vor einer großen Gefahr zu warnen. Sehr bald wird ein Vertreter der Dunkelheit das Herz unserer Welt angreifen. Er will unsere Magie verderben und sie für seine eigenen egoistischen Zwecke missbrauchen, mit unserer Kraft zu seinem Vergnügen. Wird dieser Vertreter der Dunkelheit über unsere beiden Welten uneingeschränkt herrschen und niemand wird seinen Zorn entgehen. Oh nein, das klingt ernst. Wie stoppen wir ihn? Als eine Tochter der Genies hat nur du die Kraft, ihn zu besiegen. Ich? Aber wie? Ich werde dir helfen, wo ich kann. Höre dich nach meiner Stimme und folge deinem Herzen, wie du immer schon getan hast. Nur dann können unsere beiden Welten gerettet werden. Warte, geh nicht! Was ist mit meiner Mutter? Ist sie bei dir? Ich kann dich kaum hören. Ist sie auch in Gefahr? Sag es mir. Bitte, ich muss es wissen. Verlass mich nicht.
Tja. Hallo, mein Freund, lange nicht mehr gesehen. Der Speicheropa. Mann, oh Mann, das war vielleicht ein krasser Traum. Aber jetzt keine Comics mehr im Bett. Wie gesagt, bei mir sind es, ja, doch ein bisschen, ja. So schön am Bett noch, vom Laptop, läuft. Und dieser ganze Eimer Cookie-Eis hat wahrscheinlich auch seinen Teil dazu beigetragen. Ben & Jerry's, lecker. Tja, jetzt wo ich wach bin, ist es Zeit, Onkel zu treffen. Er ist wahrscheinlich in seiner Werkstatt und steckt bis zu den Knien in seine Erfindungen. Broma! Oh, guck mal, wie langsam mir das noch wieder vorkommt hier mit den Haaren, ne? Ja, das... Ach, sieh mal an, hier, wir haben schon die Fähigkeiten, wie es gesagt worden ist. Die haben wir... Die wir uns... Haben wir auf einmal, ich muss mal kurz gucken... Haben wir auch... Nein! Haben wir uns... Wir haben zwar die Tänze, aber nicht die Attacken. Ja gut, okay, die brauchen wir zwar schon, aber... Mit der HP können wir auch schon sehr viele Sachen machen. Also das ist auf jeden Fall schon cool. Und wir brauchen viele Rubine. Weil wir brauchen so schnell wie möglich unsere ganze Ausrüstung, weil wir wissen jetzt schon, im Hardcore-Modus geht's ab. Guten Morgen, Onkel! Ich hatte letzte Nacht einen absolut verrückten Traum. Und du kannst mir gerne davon erzählen. Aber zuerst, hilf bitte deinem neuen Onkel weg, ja? Klar, es hat zwar mit deiner neuesten Erfindung zu tun. Du wirst es schon sehen. Ein albianischer Teil befindet sich gerade im Rückstand. Eigentlich sollte es heute geliefert werden. Ich habe deinen Freund Bolo zum Weiterlager geschickt, um es abzuholen. Aber er ist noch nicht zurückgekommen. Das war vor über einer Stunde. Der Junge hat seinen Kopf über die Wolken. Würdest du bitte dieses Ersatzteil für mich aufheben? Wird gemacht, Onkel. Aufheben, oder weil ich dann aufgeben? Selbst im zweiten Durchmarsch schließe ich immer noch Scheiße vor. Und ich gehe immer noch in die falschen Gebäude rein. So. Bolo! Was machst du im Badehaus? Onkel wartet darauf, dass du ihn sein Paket bringst. Du bist im falschen Laden, du Hohlkopf. Diese Frau, sie ist wie ein Badezimmerengel. Och, gute Güte, nicht das schon wieder. Reiß sie zusammen. Ich kann nicht wegsehen. Egal, ich werde mit ihr reden. Guten Morgen, willkommen im Badehaus. Ein Ort, an dem dein Körper und Geist zu entspannenden Klängen und Düften und Schalen und von schweißtreibender Hardcore-Vollgas-Entspannung regieren kannst. Normalerweise würde ich dir einen Rat und deine Aufgabe anbieten, aber momentan versuche ich herauszufinden, wo diese Quittung hergekommen ist. Derjenige, der diese Statue eines sabbernden Blödmanns da drüben geliefert hat, muss sie fallen lassen haben. Wie auch immer, falls du zu dem Laden nebenan gehst, nimm bitte diese Quittung mit. Bolo, der kleine Spanner hier. Obwohl, schlecht sieht sie ja nicht aus. Obwohl, frage Leute schon Theo dieses Badezimmer-Mädchen. Ich weiß sonst nicht, wie sie sonst sein soll. Willkommen im Itemladen. Jo, Bestellung. Das gebe ich mal eben schnell. Das ist eigentlich unnötig. Ach ja, der Magnet. Richtig, das war der erste Teil. So. Oh Gott, ich laufe immer wirklich in die falschen Häuser rein, ne? So. Also für mich klar. So. Magnet. Oh, hier ist er. Mein Magnet ist endlich da. Ist also Zeit, dir mein neues Erfindung vorzustellen. Beziehungsweise alte. Gute Güte, was ist das, Onkel? Etwas, das dir bei der Verteidigung der Stadt helfen wird. Ich nenne es Dynamo. Dino was? Dynamo ist eine Vorrichtung aus der alten Welt, die ich wieder zusammensetzen möchte. Der Magnet, den du mir gebracht hast, gehört genau da rein. Hier genauso, siehst du? Sobald er fertig ist, wird diese Maschine genug Elektrizität erzeugen, um die Scattertown bei Tag und Nacht zu erhellen. Scattertown wird absolut sicher sein. Und du könntest dich zur Abwechslung mal ausruhen. Das ist großartig, Onkel. Wann ist sie fertig? Nun, es fehlen immer noch ein paar Teile, aber ich habe es schon fast geschafft. Als nächstes muss ich, sehen wir mal hier nach, wo sind die Pläne für meine Dynamo? Letzte Sache hatte ich sie noch, aber jetzt sind sie weg.
Hast du schon im Keller nachgesehen? Keller? Mein Werkstatt hat den Keller. Aber da ist eine Falltür, genau in der... Wir haben nichts gesehen. Ein Tinkerbad. Dieser dreckige Pirat hat meine Pläne davon gelaufen. Keine Sorge, Onkel, ich werde... War das Kanonenfeuer? Ja, ich bin zurück auf der Hauptstraße. Ich muss los. Scattertown wird angegriffen. Du wirst einen Flug brauchen. Geh schnell zu Skysby 3. Und wir können uns auch gleich ein paar Herzen abholen. Da freue ich mich ja schon drauf. Sky? Ich hab's gehört. Die Hauptstraße wird angegriffen. Ich will einen Flug anbieten, aber der Kleine meiner Vogel ist zu groß genug. Außer was? Ranch, ich brauche dich. Bist du bereit, schon Theo unseren nächsten Trick zu zeigen? Der alte Playboy-Vogel. Wie hat er? Erkläre ich dir später. Hier. Und diesmal werde ich die Pfeife auch sehr oft benutzen. Das habe ich auch noch zum Anfang meines Let's Plays nicht gesteigert, dass ich die Pfeife da benutzen kann, ey. Tja. Entspann dich. Ich wünsche die Größe mehrere Sekunden lang aufrecht halten. Jop, das... Nein! Ja! So. Hier musst du absteigen. Ich habe sie in deinen Subscreen hinzugefügt. Falls jemand ein Taxi braucht, geht zu deinen Subscreen und puste in die Pfeife. Ja, diesmal werde ich es mir merken. Ja, ich werde es mir diesmal merken, Spiel! Da findest du alle Items, yo! Mal hier, wie ich diesen Piran... Ja. Au. Aua, was ist denn ihr Problem? War eigentlich schon immer das Schiff im Hintergrund von... Risky? Kann mich daran gar nicht erinnern. Ich glaube aber ja. Oder? Was ist überhaupt da? Und mein Freund ist wieder da, der Affe. Der kriegt erstmal schon wieder fett einen aus dem Maul. Und nochmal der schöne Soundtrack können wir hier. Mann, ich hab schon gleich mein ganzes... Das fängt nicht gut an, Freunde. So. Ich hol mir gleich erstmal den Bikini wieder, ey. Halber Schaden. Was springt eigentlich normaler Schaden im Spiel? Ach, ich kenne doch gar nicht hier den Move. Wow. Wow. Na, Freunde. Da kann ich glaube ich schon runter, ne? Krabbi! Krabbi, 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 Krabbi! Hoppa! Hoppa! Und unser erster... grüner Stein. Den ich nämlich nie benutzt habe, weil ich habe keine Ahnung, was er bringt, aber gut! Scheiß drauf! Los, Krabbi! Ich bin jetzt auch mit der Harpy einfach überfliegen, ne? Aber das finde ich ein bisschen lame, wenn ich jetzt mit der Harpy einfach abkürze. Achso, dafür brauche ich eine Meerjungfrau. Stimmt! Hier ist ja nichts Besonderes, deswegen fliege ich mal hier. Au! Von wegen nichts Besonderes. Hab ich einen. Nee, stimmt, viel keiner mich noch gar nicht. Oder? Nee. Haust du jetzt ab?
So. Und mal runter. Ich glaube, hier konnte ich zwar auch noch nichts holen, aber... Hops, hops. Achso, da komme ich gleich hin. Verdammt! So, hau mal ab hier, ihr Dullis. Das kriegt er auf hin. So. Komm ab hier. So, ein Herz hat er, können wir auf jeden Fall schon holen. Ich glaube sogar zwei. Nee, ich glaube der zweite nicht, aber... Einen finden wir auf jeden Fall schon. Und zwar den, den ich so lange gesucht habe. Wie bekloppt, ey. Ja! Achso, Moment, da oben war ja auch noch was, ne? Hi! Hey, lange nicht gesehen! Ich habe vor kurzem ein Restaurant eröffnet, genau hier auf der Hauptstraße. Wer hätte das gedacht? Es ist Tag geöffnet und ich habe einen Piraten bereits bekannt. Was? Es ist der Tag zu öffnen und ich habe einen Pirat bereits bekam Investitionen. Was? Es sei denn, jemand von ihnen entledigt, kann ich nicht meine Gesundheit erlauben erneuern. Also du liegst das jetzt an mir, liest dir so scheiße vor, ist das einfach so scheiße geschrieben. Es sei denn, jemand von ihnen entledigt, kann ich nicht meine Gesundheit erlauben erneuern. Münzi 30 Pirates versteckt in mein Restaurant zu töten. Zu töten? Direkt da drüben ist das Gebäude mit den drei großen Fenstern. Ich glaube einfach, ey, das ist mein Deutsch, was so scheiße ist, oder? Oder stellt es wirklich gerade so? Nein! Nein! Verdammt. Nochmal fliegen, 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 fliegen. Boah, habe ich gesagt, ist so fett. Komm schon. Zack. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das da nicht drin war. Als ich das erste Mal, das gefunden hatte. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da kein Wasserfallrelikt drin war. 100% sicher bin ich mir da. Oder? Oder? Nee, da dürfte dann kein Wasserfallrelikt drin gewesen sein. Schreibt es mir mal in die Kommentare, Freunde. Ich glaube, ihr seid ja eh schlauer als ich. Schau mal nach, ob da wirklich das Wasserfallrelikt drin war. Dann könnt ihr einfach in der Oberwelt nachgucken. Aber ich bin der Meinung, da war keins drin. Da müsste die Affenkugel drin sein. Jupp, da ist sie auch drin. So, Affenkugel. Hier. Okay, also die Verstecke sind bei der gleich geblieben. Vielleicht war da doch wirklich das Wasserfallrelikt drin. Obwohl ich eigentlich der Meinung bin, nicht. Weil das Wasserfallrelikt war auch dafür, dass die Meerjungfrau hochschwimmen konnte. Das haben wir auch echt sehr, sehr spät gekriegt. Hau ab da! Elefant! Nein, machen wir lieber mit den Haaren, das geht besser. Komm mal ab hier. Und tschüss. Na, kommt ihr ein bisschen? Das sag ich dir. Boah, hier braucht man ganz schön lange, Leute, ey. Er kommt. War das hier schon 30? Das war der 30. Eure Gesundheitszulassung.
Wenn das Gesundheitsamt doch ja nicht nervt. Komm, das macht ihr Habier. Viel zu kurvenreich hier alles. Nein, kein Zugang für mich? Na gut, verweigern Sie mir Ruhe. Aber die Kosten für die Kochschule ja nur jahrelang vom Munde abgespart, nachdem mich jeder Kochlehrgang, jedes Schnellrestaurant und jede schmierige Löffel diesseits von Zirkenland abgewiesen hat. Vergiss, dass du unbekannte Gefilde aufbringen musst und Reisekosten gegen einen Schauspieljob eintauschen musstest. Der darin bestand von einer Haufen versnobter Theaterfuzis in einem stinkenden Eichhörnchenkostüm auf der Bühne über große Weite zu knacken. Nur um einen Lehrer zu finden, der mich trotz meiner schlechten Angewohnheiten die Zutaten für Kursvertretungen annehmen würde. Auch wenn die Zutaten unbezahlbare Eier bedrohte Tierarten waren, ach du Scheiße. Davon abgesehen, wie hätte ich überhaupt den Unterschied zwischen den Kochschule und einem Naturschutzgebiet? Alter, was machst du? Ohne dass mir jemand erklärt hatte, was freilich das Thema meiner ganzen Abhandlung war. Und schon damals hat mich niemand verstanden. Nicht einmal mein Kochausbilder, die immer Gorillazunge ohne erkennbare Reißverschlüsse trugen, während sie sich von einem Reifen bumpen ließ und Dreck schmissen. Aber irgendwie zwischen dem Hin- und Herwinken und den Haarpflege haben diese kulinarischen Monster die auch gute Affenhänsekunden. Oh Gott, was redet ihr so viel? Doch beigebracht, dass die wahre Kochkunst nur erfahren werden kann, indem man im Laden bereits existierender Zeug kaufen bei deutschen Verpackungen mit spektakulären Design daherkommt, so wie Tiefkühlpizza oder Fischstäbchen? Ach ja. Oh Gott, hier hast du sie. Ey, red nicht so viel bitte mehr. Zum Glück, jetzt bin ich wieder im Geschäft, Baby. Hier, ich will, dass du das hier bekommst. Ah, das wäre für eine Nebenquest, ne? Gesalzen Karamell, right. Obwohl, ich kann ja mit der Harpie fliegen, ja? So. Es hat auch schon seine Vorteile, einen Großteil seiner Fähigkeiten schon zu haben. Also von den Tänzen her. Achso, da war eine Rubine, ne? Ja, würde ich gerne holen. So, haben wir schon gleich 200 zusammen. Haut ab, tschüss! Hör auf damit! Und da war die Drecksblume, die ich so lange gesucht habe, ey. Ich finde das gerade schön, dass ich nochmal all die Verstecke sehe, wo ich mich so quälend abgemüht habe. Und jetzt sehe ich die einfach so, ach, da war das, auch da, das war da. Und ach ja, da war es ja da, also. Ist easy. Alle Piraten sind Tickerbats. Das bedeutet, dass nur eine hinter diesen Angriff stecken kann. Und da kommt sie auch schon mit ihrem Motorboot. Okay, Motorschnecke, sorry. Wie gesagt, diese Lache kann ich nicht nachmachen. Ich dachte ich auch. Tut tut, nimm ich die Königin der sieben Weltmeere, wenn ich bin darf. Du bist ganz die Alte, wie ich sehe. Freust du dich nicht etwa, mich zu sehen? Wie auch immer, ich habe, wofür ich gekommen bin. Tust du das hier? Onkels Baupläne, gib das zurück. Und ganz egal, was diese Pläne steckst, ich will sie haben. Wie sonst könnte ich meinen Platz als rechtmäßige Herrscherin über das Land und Meer einnehmen? Nun tritt zurück oder ich spüre die Macht meiner part-omni-organisischen, patriarch-titanischen, ozean-optionalen Tinkersflug. Poop tut? Nenn es nicht so! Männer! Sichern und laden! Zeigen wir diese Göre, was wir drauf haben! Wie war es jetzt nochmal? Muss ich die Schnecke angreifen oder muss ich Whisky angreifen? Ich glaube, die Schnecke, ne? Oder doch nicht? Aua, danke! Ja, wie ging's mal? Ich habe keine Ahnung mehr, wie der Boss ging. Können Sie schon mal schießen? Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Boss ging. Scheiße! Ach so! Alles klar, so war das. Richtig, ich erinnere mich. Wow! Ja, Texas.
Muss ich mir erst mit dran erinnern, wie der Boss hier ging. Neues TNT, bitte! So. Ups. So. Ah, neue Bestellung. Hilfe. Geht doch. So. Mal holen. Hoch. Weg. Und der erste Boss ist auch schon down. Diese komische Schnecke da. Gib mir die Pläne, Risky. Du hast also geschafft, die Oma-Hand zu gewinnen. Aber du verzögerst lediglich meine unverwendbare Ziel. Bis zum nächsten Mal, Vince Link. Beweg dich, du Lümmel. Wie gesagt, diese Sache kann ich nicht nachmachen, die werde ich auch nicht nachmachen. Und die wird wiederkommen. Hey, wie gefällt dir das? Das ging aber zur Abwechslung mal sehr leicht, sehr schnell. Soll diese Baupläne besser zur Onkel zurückbringen? Also, wir sind jetzt gerade hier. Na gut, okay, 27 Minuten. Ich glaube, wir waren auch so schnell beim ersten Rush. So circa. Aber weiß nicht mehr. Und Whisky ist danach einfach davon gesegelt? Sie ist mir entwischt, tut mir leid, Onkel. Schon gut, sie ist positiv. Niemand wurde verletzt und du hast es geschafft, Blade zurückzubringen. Tja, du bist gefeuert. Schon wieder? Ja, die Hauptstraße liegt in Trümmern und die Piraten treiben immer noch ihr Unwesen in der Stadt. Ich werde also einen neuen Anzeige schalten und nach... Ich weiß nicht mehr, wie ich ihn gesprochen habe, den Lappen. Ich werde eine neue Anzeige schalten und nach einem neuen Chichini suchen. Einen, der diesen Piraten einfach alle mal beseitigen kann. Heutzutage beschützen sehr viele Chichinis die Städte. Einer von ihnen wird früher oder später in eine Küstenstadt umziehen und wollen. Kostet Miete, atemberaubter Meerblick, geringfügiger Fischgeruch, bewerben Sie sich jetzt! Meine Miete war nie kostenlos. Bah, ignoriert einfach. Er wird sich schon wieder beruhigen, sobald der Dame fertig ist. Wie du meinst, Onkel? Ich sollte mich sofort wieder der Arbeit machen. Wieso schaust du nicht, ob jemand in der Stadt Hilfe benötigt? Na gut, viel Glück, Onkel. Ich bin ready to go. Wer mich immer braucht. Ach, Shanti, ich mag ihr Charakter einfach. Shanti ist super. So. Was mich jetzt mal interessiert, gibt es eigentlich die Galerienschlüsse noch? Oder habe ich die Galerie jetzt komplett? Ach stimmt, das Mädel, ja. Also mit Meerjungfrau mochte ich, glaube ich, ziemlich mit am liebsten. Nein, die ist wirklich noch abgesperrt, ja. Also die Schlüssel scheint es schon noch zu geben. Ja, es wird schon wieder ein schönes Sammeldenkbomb. So.